Wir versuchen heute, ein Brückenmonster zu fangen. Das ist von mir eine ziemlich zuversichtliche Ansage. Aber ich bin der Meinung, hinter jedem großen Hindernis im Wasser steht ein Wels. Und Brückenpfeiler sind ja wohl die geilsten Hindernisse, die wir in Seen und natürlich auch Flüssen finden können. Und diese Pfeiler bieten den perfekten Unterstand, den perfekten Schutz, die perfekte Höhle für große Waller. Und das probieren wir jetzt aus. Und das hier ist die perfekte Spielwiese für dieses Vorhaben. Oben donnern die LKWs drüber und unten hinterm Pfeiler lauern die Waller. Schaut euch mal diesen Prallschutz hier an, der den Pfeiler vor Treibgut schützt, was da vorne Holz dran klebt. Und ich bin mir relativ sicher, dass unter dem Holz, unter dem ganzen Schwemmgut, in den Strudeln drin, auch richtig gute Fische lauern. Dieser Pfeiler hier hat es mir angetan. Den werden wir uns mal genauer anschauen. Und hier vielleicht das Brückenmonster aus der Reserve locken. Seht ihr, wie dahinter die Strömung gebrochen wird? Hier drüben das gleiche Beispiel. Die harte Flussströmung trifft auf den Brückenpfeiler. Dahinter ruhiges Wasser. Also wenn da kein Waller lauert, dann weiß ich auch nicht. Das sieht doch mal rattenscharf aus. Ich möchte vom Ufer aus angeln in die Pfeiler rein, aber ich komme leider mit dem Boot nicht bis ans Ufer ran. Das Wasser hier vorne ist zu flach. Zum Glück habe ich Wartstiefel mit. Immer einpacken, sonst hätte ich jetzt schon wieder nasse Füße. Und ich schaue jetzt mal, ob ich einen Bereich finde, wo ich das Boot ein bisschen näher ran bekomme, das große, und auch mit dem Schlauchboot im Notfall vom Ufer direkt starten kann. Hier wird es tiefer und hier habe ich doch eine ganz gemütliche kleine Sandbank. Hier werde ich auch nachts keine unangenehme Überraschung erleben, denn die ist komplett von Wasser übergeben. Da wird keiner kommen und mich wecken. Und von hier aus, von meiner Robinson Crusoe Insel, kann ich direkt das Brückenmonster bejagen. So, jetzt bauen wir aber erstmal einen Platz auf. Im Hintergrund die Kirchenglocken, es ist Mittagszeit, also wir haben noch gut Zeit, haben keinen Stress, das ist wichtig. Alles in Ruhe anschauen, die Montagen vorbereiten. Denn einfach ist es nicht, in so einen Brückenpfeiler hier rein zu angeln. Viele Hindernisse, wo die Brücken gebaut wurden, da haben natürlich oder ist natürlich viel Unrat auch im Wasser gelandet. Aber wir bereiten alles vor, dass der Kampf mit dem Brückenmonster, sofern es hungrig ist, auch zu unseren Gunsten ausgeht. Während ich jetzt mein Lager schnell und professorisch für die Nacht errichte, eine Nacht habe ich zur Verfügung für den Test hier
auf der Jagd nach dem Brückenmonster nehme ich euch schon mal mit. Vor 4 Wochen war ich schon mal hier mit meinem Kumpel Eddie. Eddie hat mich damals in Italien besucht. Er hatte noch nie einen großen Fisch hier, noch nie das Großfischglück gehabt. Damals war es noch kälter, das Wasser war etwas höher und da haben wir in den Brückenpfeiler auf der anderen Seite geangelt und hatten nachts einen ganz brutalen Biss. Der Fisch wollte uns im Drill unter diesen Prallschutz hindurchziehen. Also er hat immer wieder probiert, in den Prallschutz reinzukommen. Schaut euch mal diesen verrückten Drill an. Ab geht's. Easy, Eddie. I can go a little bit forward. See where he is. What? We have to see where he is at the moment. Mikro-Pose und die kleine Trio-Pose. Ganz knappe, unauffällige Köderpräsentation direkt in der abfallenden Kante. Nice one, Stefano. Daddy, you look at the fish. Coming. Yes, yes, yes. Wow. Good one, Daddy. Look at the fish. Nice fish. Congrats. Thanks, Stefano. Nice fish. Show me the tail. First big bowfish. And look how nice and fat. Yes. Good one. Montage, kleine Trio-Pose darüber und noch eine kleine Mikro. Gut. Perfekt, Stefano. I'm happy. Good fish. Congrats, Eddie. Thank you. I'm really happy. Goodbye! Cheerio, Miss Sophie! Congrats, Eddie's in the house! Also ich denke, das ist schon Beweis genug. Vor allen Dingen, wenn man in der kalten Jahreszeit an so einem Brückenpfeiler einen dicken Fisch abholen kann. Aber ich denke, die Jungs sind da. Die liegen hinter dem Pfeiler. Und diesmal probieren wir es von der anderen Uferseite aus, mit einer anderen Methode auch. Ich baue jetzt erstmal schnell das Uferlager auf. Und dann fahren wir mal raus und gucken uns mal den Pfeiler genauer an und ich zeige euch, wie ich vorgehen werde. Es wird spannend, es wird richtig spannend hier am Brückenpfeiler.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Sonne ist weg, Wind ist aufgezogen, aber das wird uns von unserem Vorhaben nicht abhalten. Ich fahre jetzt erstmal den ersten Brückenpfeiler hier an, direkt in Ufernähe. Der Spot hier gefällt mir nicht so gut, ist relativ flach. Also alles zugeschwemmt mit Sand. Das wird die Verlagerung der Sandbank sein. Ich weiß nicht, ob die Fische hier so flach reinlaufen. Jetzt mal hier rüber in den nächsten. Fast schon in die Flussmitte. Mit dem Prallschutz vorne dran. Das ist doch eine starke Kante, die hier runter geht. Hier geht es richtig runter an die Höhle des Löwen, oder besser gesagt zu unserem gesuchten Brückenmonster. 5 Meter abfallend, mega Platz. Dieser Bereich hier gefällt mir sehr gut. Die Boller da im Wasser bremsen die Strömung. Hier haben wir überall leicht drehendes Wasser. Das schaut gut aus. Ich glaube, hier werden wir die erste Rute setzen. Die erste Harakiri-Rute. Das Problem nur, was wir haben, deswegen habe ich eben auch Harakiri gesagt, wir müssen unsere Hauptschnur um diesen Pfeiler umlenken zum Ufer hin. Da muss auf jeden Fall eine richtig, richtig stabile Schlagschnur an den Start. Aber die habe ich mit. Jetzt bereiten wir erstmal unseren Ausleger vor. Hier werde ich auf jeden Fall eine Top-Water-Montage reinsetzen, dass der Köder direkt knapp unter der Oberfläche hier hinter den Prallschutz lockt. Der zieht doch bestimmt ein Brückenmonster rein, oder? Wahnsinnsplatz, Wahnsinnsplatz. Mein Ausleger habe ich bereits vorbereitet. Und eine Spule mit alter Schnur. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, in dem Prallschutz den Ausleger festzumachen. Ich fahre da jetzt mal unten rein. So, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich mich hier irgendwo festhalten kann. Und irgendwo hier eine Schlaufe drum werfen kann. Das passt. Jetzt lasse ich mich hier langsam raustreiben. Wirklich ein abenteuerlicher Angelplatz, definitiv. Ich lasse mich jetzt langsam hier runtertreiben, um zu beobachten, wie die Strömung läuft und wie die Kante läuft. Bei da unten wird es 5 Meter. Aber ich glaube, der Bereich hier ist schon top. So, ich schneide jetzt meine Auslegeschnur ab. Ja, das Wasser ist hier so verwirbelt, da kann ich sogar das Schlauchboot halten und binde meinen Ausleger an. Es ist wichtig, dass ihr das euch alles schon ein bisschen vorbereitet. Vor allem, wenn ihr alleine seid. Denn wenn ihr jetzt hier raustreibt, dann ist er mal schnell die Auslegeschnur verloren. Ich mache jetzt erstmal hier so einen professorischen Knoten rein. Ich kann das später noch genauer abmessen, nur dass ich mal hier eine sichere Verankerung habe. Der ist auf jeden Fall fest. Ich mache mir jetzt hier gleich ein Stück Reißleine dran. Die abfallende Kante auf 4 Meter, das passt super.
Wir müssen nachher nur noch mal nach dem Winkel schauen, weil wir ja unsere Hauptschnur hier um den Brückenpfeiler umlenken müssen, dass das passt. Ich kürze es noch ein kleines Stück ein. Im Notfall kann ich es dann über die Reißleine noch ein bisschen variieren. Okay, das sieht gut aus. Wählt die Reißleine möglichst kurz. Ich nehme jetzt hier eine 40er und mache noch einen Knoten rein, damit es keinen Bungee-Effekt gibt, aber trotzdem genug Spannung aufgebracht werden kann. 40er Mono, die hält einiges aus. Aber wir müssen ja auch einiges an Wegstrecke überwinden mit unserer Hauptschnur um den Brückenpfeiler rum. Kleiner Knoten in die Mitte, der schwächt die Reißleine etwas. So, das wird jetzt hier unten schon eingehangen. Ich habe hier einen ganz normalen Karabinerwirbel am Ende von meinem Ausleger. So, der erste Ausleger sitzt. Das sieht doch gut aus. Und hier müssen wir rumspannen. Da läuft unsere komplette Schnur am Brückenpfeiler entlang zu unserem Camp hin. Aber da habe ich schon die richtige Schlagschnur im Petto. Die zeige ich euch gleich mal, was die drauf hat, was die kann. Wahnsinn. So, und jetzt fahren wir außen rum und gucken uns mal den Spot an. Auf der anderen Seite vom Brückenpfeiler, in den anderen Prallschutz rein. Also das riecht hier doch nach Wels. Guckt euch das mal an. Ganzer Holz da im Wasser, was hier angespült wurde. Und hinter diesem Prallschutz, da drüben, ist der erste Ausleger in der Strömung drin. Also dort ist konstante Strömung noch. Und hier drüben ist stehendes Wasser. Verwirbeltes, aber ganz langsam fließendes, fast stehendes Wasser. Also definitiv zwei perfekte Anlaufpunkte für Fische, die von hier unten den Fluss hochziehen, am Brückenpfeiler entlang und hier in den Prallschutz reinlaufen, wo bestimmt Rapfen, Zander, Weißfische, alles Mögliche umherschwirrt, Schutz sucht und ist der Räuber oftmals nicht weit. Hier werden wir irgendwo die zweite Montage, den zweiten Ausleger anbringen und dann auf direktem Wege, gefällt mir ein bisschen besser, rüber zu unserem Camp spannen. Ja, um den Brückenpfeiler rum, die gespannte Route, die Schnur läuft dann außen entlang zum Camp. Das ist schon heftig. Na, suchen wir uns mal hier den perfekten Anbindepunkt. Auf jeden Fall schön weit oben anbinden. Kann ja auch sein, dass hier Bootsfahrer durchkommen oder sich was von dem Holz hier löst, was am Prallschutz hängt. Das hält. Das alte Stromkabel hier hat jetzt noch einen Zweck erfüllt. Guck mal hier, was hier unter Wasser los ist. Da sind Fische unterwegs. So, wir fahren jetzt langsam mal in Richtung von unserem Angelplatz da drüben. Jetzt wird das richtig schön die Richtung bringen können.
den Ausleger. Also wie ihr seht, ich treibe hier gar nicht weg, ich bin wie in so einem Dreher drin. Hier will man auch direkt hinhängen. Ich fixiere den jetzt wieder schnell. Die Feinabstimmung können wir danach dann immer noch in Ruhe machen. Wichtig ist bei so einer Fischerei jetzt, dass er einfach Ruhe bewahrt. Keine hektischen Bewegungen, in aller Ruhe alles abmessen, schön langsam den Motor bedienen. Ich bereite mir auch hier gleich die Reißleine vor, ein kleines Stück mit einem Knoten drin. Dann geht es nachher rucki zucki beim Auslegen. So, das schaut doch gut aus. Jetzt habe ich zwei Top-Water-Montagen vorbereitet. Also an diese Ausleger werden Köderfische oberflächennah präsentiert. Und ich will auf jeden Fall noch, ich darf hier in dem Revier mit drei Ruten angeln. Ich will auf jeden Fall noch eine U-Pose setzen, was grundnahes für die passiven Fische. Und ich glaube, die Montage, die U-Posen-Montage, werden wir genau unterhalb, jetzt knallen wir gleich mit dem Schlauchboot dran, hier dieses Brückenpfeilers ablegen, damit die Fische drauf treffen, die von unten den Fluss hochziehen, hier in dieses Gebiet rein zum Fressen und nicht oberflächennah rauben, sondern eher passiv am Grund bleiben. Dann haben wir doch alles perfekt abgedeckt. Guck mal, wie es jetzt hier uns rumzieht um den Pfeiler. Wahnsinn. Mega Platz. Mega Platz. Nicht einfach, aber bestimmt ein Platz, wo ein Brückenmonster wartet. Guckt mal, was hier in der Kante Fisch ist. Hier unten, das könnte schon der erste Waller sein. Hier schwirrt was im Mittelwasser rum. Das sind Hindernisse. Hier steht aber auch ein Fisch drauf. Vielleicht ein Zander. Hier ist schon gut was los. Daumen drücken. Bereiten wir mal die erste Rute vor. Wenn man so Harakiri angelt, seine geflochtene Hauptschnur um einen Betonpfeiler zurückspannt, um an den Hotspot zu kommen, muss man natürlich eine ganz zuverlässige Schlagschnur benutzen. Bei mir kommt hier die Zeusline zum Einsatz und ich will euch mal zeigen, was diese Schnur kann. Ich behaupte, es ist mit die beste, abriebsfesteste, stärkste, zuverlässigste Schlagschnur auf dem Markt. Ich habe jetzt hier mal einen scharfkantigen Stein mir gesucht und reibe die Schnur einfach mal hier über die Kante. Könnt ihr reiben, bis er schwarz werdet. Aber das können schon einige Schlagschnüre ab. Ich zeige euch jetzt mal das Ganze an einem Beispiel von einem richtig scharfen Messer, von einem Filetiermesser. Ich habe mein Filetiermesser hier zwischen den Steinen mal richtig eingeklemmt. Und so ein Filetiermesser ist eigentlich mit das Schärfste, was es gibt. Also jede Angelschnur ist da eigentlich direkt platt. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich eine herkömmliche 0,60er Qualitätshauptschnur benutze und die an dem Filetiermesser entlang schabe. Fasert jetzt langsam auf und ist direkt durch. Ich klemme das Messer jetzt nochmal richtig fest hier rein. Und jetzt zeige ich euch, was die Zeusline ab kann.
Jetzt fängt sie langsam an zu fasern. Ich fixiere das Messer noch mal richtig. Vielleicht kriegt man sie irgendwann durch. Habt den Unterschied gesehen? Also Wahnsinn. Das ist eine 16-fach geflochtene Spezialschnur, genau für diese Situation gemacht. Muschelbänke, scharfe Steine, Brückenpfeiler, hier brennt euch nichts an. Von dieser werde ich jetzt noch 20-30 Meter auf meine Multirolle aufspulen als Schutzschnur und dann können wir schon die erste Montage an den Brückenpfeiler rausfahren. Als Vorfach habe ich ein 2,5 Meter langes, 1,2 mm starkes Mono benutzt mit meiner bekannten Haarmontage. Circa 30 cm über den Haken ein 40 Gramm Clone the Dark Frontzone Blei und einen kleinen Schwimmer zur Tiefeneinstellung mit einem Wirbel zur Aufnahme der Reißleine. Die Montage ist fertig, einfach gehalten, aber ich hoffe effektiv. Und jetzt fahren wir die erste Falle mal an den Brückenpfeiler raus. Ganz wichtig bei der Montage ist es mir, dass der Wirbel deutlich über der Wasseroberfläche hängt, um keine Störung zu verursachen, keine Störquellen. Perfekt. Und hier läuft die rote Zeus Universal Leader direkt über den Brückenpfeiler, über den Beton zum Angelplatz. Bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Die erste Rute sitzt. Meine zweite Montage rechts außen am Brückenpfeiler habe ich genauso aufgebaut. 30 Meter von der Zeus Universal Leader als Schutzzone. Und dann im unteren Bereich habe ich ein 2 Meter langes Geflecht diesmal verwendet, um zu testen, ob es einen Unterschied macht. Wieder mit einem 40 Gramm Frontzone Blei, Einzelhaken und noch zusätzlich einen Ghost Hook. Einfach um zu testen, falls die Fische wirklich sehr, sehr passiv sind, unten im Gemäuer des Brückenpfeilers drin sitzen und nur nach dem Köder schnappen, also nicht richtig fressen wollen, dann kann manchmal der Ghost Hook hier Wunder wirken. Schauen wir mal. Zweite Rute ist fertig. Die fahren wir jetzt rüber. Und dann folgt noch unsere U-Posen-Montage direkt hinter den Brückenpfeiler. Und dann haben wir das Areal gut zugemacht. We'll be right back.
Mit der Abenddämmerung kommt die Sonne jetzt noch mal raus und ich setze die dritte Rute direkt hinterm Pfeiler mit einer Tree-U-Pose, eine meiner Lieblings-U-Posen. Genau da hinten dran mit etwas Abstand. Ein Stein am Wirbel und einen zweiten Stein zum Absenken der Schnur, dann zum Pfeiler hoch, über eine Reißleine auch hier ans Ufer umgelenkt, damit die Schnur komplett aus dem Wasser kommt. Aber das zeige ich euch jetzt. So, mein Köder ist bereits im Wasser. Herkömmliche Haarmontage. Ich nähere mich jetzt langsam von hinten dem Brückenpfeiler. Hier unten seht ihr ein paar Kleinfische. Hier geht es jetzt langsam hoch. Einiges an Unrat im Wasser, von den Brückenarbeiten wahrscheinlich. Ich setze jetzt meinen Stein langsam ins Wasser, lasse ihn zum Grund runter. Hier geht die Kante langsam wieder hoch. Ich hole mir jetzt den Absenkstein schon mal hoch. Fahre damit langsam Richtung Pfeiler. Hier geht er runter. Hier ist mein Umlenker. Führe meine Schnur jetzt zurück. Hänge diese jetzt hier ein, auch über eine Reißleine. Erzeuge nochmal Druck zum Stein, zum Absenkstein. Und jetzt auf direktem Weg zurück zum Ufer. Naja, das haben die Brücken alle an sich. Ne? Es sind wahrscheinlich nicht die ruhigsten Angelplätze. Also wenn der Zug heute Nacht fünfmal hier drüber donnert, dann bin ich wach im Zelt. Aber was tut man nicht alles für so einen Angelplatz? Ne? Jetzt kommt der gemütliche Teil. Die Arbeit ist gemacht. Und jetzt heißt es warten und Beifuß trinken. Thank you.
Seht ihr hier diesen Stahl aus dem Sand herausragen? Genau das meine ich. Wo sie hier die Brücken gebaut haben, haben sie natürlich damals wahrscheinlich viel Bauabfälle, Bauschrott einfach in den Fluss gekippt. Das ist ja oft leider das Einfachste. Ihr seht ja, wie es tentakelt. Und so ein Ding unter Wasser, hinterm Brückenpfeiler, wenn da die Schnur oder besser gesagt der Fisch drunter durchschwimmt und die Schnur hier die ganze Zeit schabt, braucht er gutes Material und auch Glück. Also wenn hier ein dicker Fisch unten durchschwimmt unter so einem Ding unter Wasser, hier liegt auch noch sowas. Sieht aus von Weitem wie eine Hecke, aber ist auch Stahl. Da braucht er definitiv neben gutem Material auch Glück, dass er ihn da wieder rauskriegt. Und ich denke, dass die ganzen Brückenpfeiler im Hintergrund überall unter Wasser so aussehen. Naja, aber deswegen werden dort auch die Wälse sich verstecken. Denn überall, wo Hindernisse sind, ist Fisch. Wo es für die Angler schwierig wird, dort halten sie sich auf, unsere Kollegen. So, die Kirchenglocken im Hintergrund läuten die Nacht ein. Es wird noch mal richtig frisch, hätte ich gar nicht vermutet. Vorne auf dem Schlauchboot habe ich schon das Stativ vorbereitet, damit ich, wenn der Brückenolm, das Brückenmonster kommt, auch mit der Kamera alles einfangen kann. Ja, da ist das Zepterboot wirklich geil, durch die Ankerwinde vorne. Da kann ich nämlich richtig schön das Stativ drauf festmachen. Mitternacht ist schon durch, die Geisterstunde ist rum, die Köder sind wirklich gut aktiv, immer mal wieder klingelt es hier an den Ruten, aber bisher keine Aktion am Brückenpfeiler. Fisch! Und mit den Zocken ins Wasser. Na klasse. Oh, nee. Ja, das war jetzt eine Aktion. Vor gefühlten 10 Minuten habe ich noch mit euch gesprochen. Nichts. Dass es bisher ruhig ist, nur die Köder leicht aktiv sind. Nochmal hingelegt. Und jetzt kam der Einschlag. Ist die Rute innen am Brückenpfeiler gewesen. Ein Ghost Hook. Und es ging jetzt so schnell. Ich habe nasse Glücksocken. Aber der Fisch ist richtig gut losgerandet. Schon mitten im Fluss. Es ist kein kleiner. Das ist kein kleiner. Läuft gegen die Strömung nach oben.
glaube, ich fahre mal ein Stück hinterher, dass er nicht irgendwo in ein Hindernis reingeht. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt kommt er. Oh, Wahnsinn. Zieht das ganze Schlauchboot gegen die Strömung nach oben. Jetzt ist die rote Schnur drauf. Der Fisch ist irgendwo reingeschwommen. Bombenfest. Das gibt's doch nicht. Unterhalb vom Brückenpfeiler in ein Hindernis rein. Das darf doch nicht wahr sein. Ist eigentlich direkt unterm Boot. Irgendwo hängt er hier bombenfest. So ein Mist. Fisch ist unterhalb vom Brückenpfeiler irgendwo reingeschwommen, und zwar richtig. Alles bombenfest hier unten. Hat man dann eine starke Schnur gegen die Steine und Bettung drauf. Aber wenn die sich irgendwo drum wickelt, muss ich einen Anker holen. Komplett bombenfest. Gar nichts mehr aktuell. Ja, ich muss jetzt warten, bis es hell wird. Hoffen, dass er da noch dran ist und den Anker holen. Dann habe ich vielleicht eine Chance, den Fisch noch rauszukriegen. Das gibt's doch gar nicht. Nasse Socken und noch Fisch im Hindernis. So ein Pech. So ein Pech jetzt aber auch. Unterhalb vom Brückenpfeiler, wir sind bestimmt 30, 40 Meter unterhalb. Aber ich habe euch gestern ja noch gesagt, die hauen hier so viel Müll rein, so viel Bauschutt. Damit konnte natürlich keiner rechnen. Naja, wir müssen es probieren mit dem Anker, wenn es hell wird. Vielleicht haben wir eine Chance.
fahre jetzt zurück ans Ufer, stelle die Bremse leicht ein und dann später im großen Boot hier raus, anker mich über den Platz und nehme einen zweiten Anker und versuche die Schnur hier aus dem Hindernis frei zu bekommen. Aber hier bewegt sich momentan gar nichts. Oh. Bombenfest da unten drin. Ach, nasse Füße geholt, extra beeilt und trotzdem fest. So ein Pech, ich könnte mir echt den Allerwertesten beißen. Ich habe die Route jetzt hier nochmal ans Ufer gestellt, die Bremse leicht eingestellt und warte jetzt, bis es hell wird. Wenn der Fisch in den Baum reingeschwommen ist, also in einen Gegenstand unter Wasser, der leicht beweglich ist, ein bisschen nachgibt, haben wir eine Chance, definitiv den Fisch mit dem Anker zu bekommen. Wenn er irgendwo um Metall oder Beton oder irgendwelchen Bauschutt drumherum geschwommen ist und die Schnur richtig auf Zug kommt, also er unter Wasser dann nochmal Gas gibt und das Hindernis nicht nachgibt, kann es sein, dass er mir das Vorfach wegknallt oder sogar den Haken sich rausreißt. Ja. Da müssen wir jetzt einfach hoffen, aber es war wirklich bombenfest draußen. Der Biss kam so abrupt, ich habe ja vorhin mich nochmal kurz gemeldet, nach Mitternacht im Zelt, wieder eingeschlafen, kling, raus, nicht mal Zeit gehabt, die Wartstiefel anzuziehen, mit den Socken ins Wasser gerannt. Fisch hat sofort Gas gegeben vom Ufer, schön in die Mitte geschwommen, aber ich glaube, der wusste, warum er in die Mitte wollte oder wo er hin wollte. Naja, Daumen drücken, wenn es hell wird, gehen wir raus. Ich gehe dann mit dem Anker über das Hindernis, veranker mich mit dem Boot, nehme einen zweiten Anker, werfe den das Hindernis rein, habe schon so viele Fische aus Hindernissen befreien können. Wenn ich jetzt heute Nacht da draußen rumzerre, dann werde ich ihn definitiv verlieren. Ruhe bewahren, Bremse nochmal einstellen, Ruder ans Ufer, abwarten. Und wenn es hell wird, wenn man was sieht, dann raus und mit dem Wurfanker probieren, den Fisch im Hindernis einfangen zu können, also die Schnur hinterm Hindernis hochzubekommen oder vielleicht sogar das Hindernis mit dem Anker bewegen zu können. Aber sie sind da. Am Brückenpfeiler sind definitiv die Fische. Guten Morgen. Oder was halt an diesem Morgen gut ist. Die Spannung steigt auf jeden Fall jetzt, ob es klappt, ob wir den Fisch aus dem Hindernis rauskriegen. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet. Mit dem Teil hier werde ich mein Boot verankern. Ich versuche es direkt über dem Hindernis zu verankern. Und einen zweiten Anker habe ich noch vorbereitet, mit dem ich werfen werde. Und hoffentlich die Schnur im Hindernis erwischen werde. Oder vielleicht sogar das Hindernis irgendwie ein bisschen zerstören kann, ja, dass die Schnur rauskommt. Dort hat er gebissen. Und dort unten irgendwo sitzt er fest. Eigentlich ist alles gut gegangen. Ne? Ich habe einen schönen vom Brückenpfeiler wegbekommen. Fisch ist hier runtergeheizt, muss man sagen. Ja, hat ja richtig Gas gegeben heute Nacht. Und da plötzlich irgendwo mittendrin bombenfest. Naja, versuchen wir unser Glück. Hat schon oft geklappt. Vielleicht klappt es auch diesmal. Schlauchboot habe ich provisorisch mal mitgenommen. Es hängt am Boot. Und jetzt fahren wir mal da raus und gucken wir mal, ob das klappt. Einfach wird es nicht. Vor allen Dingen auch, weil ich alleine bin. Ich fahre jetzt erstmal übers Hindernis drüber. Genau den Punkt wiederfinden. Hat sich natürlich jetzt schon ein Haufen Dreck in der Schnur gesammelt.
Hier vorne hängt er. Genau hier hängt er. Ich fahre noch ein kleines Stück über das Hindernis drüber und probiere jetzt mal hier den Anker zu setzen. Ich hoffe, dass der Anker uns hier hell halten wird. Da ist das Hindernis. So. Genau hier vorne hängt das Teil. Weiter oben, ziehe das Boot noch ein Stück höher. Ist nicht tief hier. Es wird irgendein Baum sein oder irgendwas. Ist nicht sehr tief. Mache ich noch eine Spannung drauf. Ich versuche mal die ersten Hürden mit dem Anker zu machen, ob ich irgendwas finde da unten. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber Glück gehört immer dazu. Mal das Hindernis überworfen. Hier habe ich jetzt schon irgendwas dran. Da hängt irgendwas. Ein Baum. Irgend sowas. Der Anker auch bombenfest. Wahrscheinlich eine Drahtstelle oder irgendwas. Boah. Der Anker ist auch bombenfest jetzt. Ja, das ist unser Hindernis hier. Ich muss jetzt erstmal versuchen, meinen Anker hier wieder zu lösen. Ich merke richtig, wie hier was mit federt. Bombenfest da unten drin. War fest. Oder irgendwas. Ich würde ja auch runtertauchen, aber das Wasser ist mir noch definitiv ein bisschen zu kalt. So, beide Anker sind fest, Fisch hängt immer noch im Hindernis. Also die Montage, ob der Fisch noch dran ist, weiß ich nicht. Jetzt kann ich nur noch eins probieren, jetzt probiere ich die letzte Chance oder die letzte Möglichkeit. Ich probiere jetzt mit einer zweiten Rute hinterm Hindernis eventuell die Schnur zu fangen. In der Hoffnung, dass der Fisch irgendwo hinterm Hindernis liegt und ich die Schnur dann wenigstens hochkriege. Die Anker, so wie es aussieht, sind verloren. Die kann ich nicht mal mit dem großen Boot lösen. Bin richtig eben im Rückwärtsgang mal da reingefahren, aber das ist keine Ahnung, was da unten rumliegt. So, ich probiere jetzt, mir hier
einen Stein reinzuknoten in meine zweite Rute. Das heißt, ich probiere es, ich mache es und hänge an den Stein Drillinge. Kann natürlich sein, dass die auch gleich fest sind und weg sind, aber das ist das, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben. Vielleicht die Schnur da irgendwo unten aufzufangen. Vielleicht. Vielleicht ist es auch das Nächste, was da unten sich eventuell am Gewässergrund jetzt verewigt. Ach ja. So, einen hinten dran, einen vorne dran. Und dann schickt man das Teil hier mal auf Tauchstation. Es ist 3 Meter Wassertiefe, es ist nicht tief hier. Aber irgendwas ist da unten, was das Brückenmonster festhält und auch meine beiden Anker. Die Anker sind nicht schlimm, die kann man sich wieder kaufen, obwohl das jetzt richtig Kohle ist. Noch der große Fluganker vom Rhein mit dem Kettenvorlauf, 100 Euro. Aber Hauptsache, wir kriegen den Fisch und der Fisch kommt ohne Schaden hier raus oder auf jeden Fall das Vorfach, dass wir uns sicher sein können, dass der Fisch nicht mehr dran ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da hier was gewinnen können. Langsam die ersten Brocken zum Vorschein. Ach Mann. Mann, 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 Mann. So weicher Boden und nur vorne hängt irgendein Scheiß drin. Jetzt habe ich was, ich habe was. Ich habe die andere Schnur. Ich hab's rausgekriegt, aber ohne Fisch. Haken sind aufgebogen. Aber egal, Hauptsache, das ist das Gute an dieser ganzen Aktion jetzt. Der Fisch ist frei, hat keine Haken im Maul, kein Vorfach im Maul. Ah. Ja, hier. Unser Brückenvorfach, da hing er mal eine Zeit lang dran. Die Anker hängen noch. Da probiere ich jetzt noch mein Glück weiter. Aber Hauptsache, dem Fisch geht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das nächste Mal knallt's bestimmt an der Brücke und wir haben ein bisschen mehr Glück. Wenn ihr zu Hause solche Pfeiler an euren Flüssen habt, schaut es euch mal genauer an. Ihr habt es ja gesehen, da wohnt auf jeden Fall ein Waller. Ich wünsche euch mehr Glück, dass ihr euren Brückenwels, euer Brückenmonster dann auch rausbekommt. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan, diesmal ein bisschen traurig. Ciao, ciao.